Alter, das ist ja fantastisch. So ein typischer Nylon. Also es ist nicht ganz so Eastpak. 7,58 Euro. Haufenweise Produkte geschenkt oder ein Zelt für 2,99 Euro. Das gibt es bei Temu, dem neuen Wishkiller. Ob der was taugt, das haben wir in diesem Video getestet, indem wir eine riesen Liste bestellt haben an Produkten. Und wenn dich das interessiert, würde ich mal sagen, los geht's. Jo Leute, ich denke, wir hatten alle schon drauf gewartet. Wish ist einfach ein bisschen alt. Wir brauchen ja endlich mal einen neuen tollen China-Shop, wo man wirklich günstigen Müll bestellen kann. Und deswegen haben wir uns mal Temu angeschaut. Ist ein Shop, den es seit 2022 gibt in den USA und jetzt seit diesem Jahr einfach extrem populär ist in Europa, vor allen Dingen durch TikTok und solche Seiten. Ich bin mal gespannt, wie so die Qualität ist, weil Wish ist ja auch so berühmt berüchtigt, einfach wirklich sehr, sehr grottige Qualität zu haben. Was mich interessieren würde, ob Temu das Meme ersetzen kann, dieses so und so bei Wish bestellt, ob das irgendwann dann heißt so und so bei Temu bestellt. Temu war auf jeden Fall dafür bekannt, gerade halt mit wirklich so Log-Angeboten mal so die Leute irgendwie herzuholen. Dieses sagte Zelt zum Beispiel für 2,99 Euro, habe ich letztens mal gesehen in meinem Instagram-Feed, fand ich dann ganz interessant. Bin dann tatsächlich mal auf die Seite draufgegangen und wurde dann direkt schon irgendwie so angelockt. Und dann merkt man, das Ganze ist vielleicht gar nicht mal so blöd gemacht. Und ich würde aber mal sagen, wir zeigen euch mal, was wir alles so bestellt haben. Wir haben nämlich hier wirklich eine Riesentüte voller Kram. Wir haben für ungefähr 200 Euro Kram bestellt und das ist einfach jede Menge. Genau, wir werden das Ganze jetzt schön bewerten. 1 bis 10 allerdings sind das Trash-Punkte oder Müllpunkte, sprich die 10 ist wirklich das Schlimmste, was man haben kann und 1 ist brauchbar, würde ich sagen. Du fängst mal an, würde ich. Ja, ich würde mal sagen. Eine Tüte da direkt neben dir, guck mal, was wir da haben. Ja, kommen wir zu der Schrotflinte für die Nintendo Switch. Diese Schrotflinte ist einmal ein Cartridge-Schalter. Das heißt, hier kann man dann ganz praktisch dann Cartridges drin haben. Und kann hier natürlich hier dann hier so Joy-Cons reintun. Wir kennen das ja noch von der Wii, das haben wir früher mal zusammen das gespielt. House of Dead. Ja. Damals hatte ich mir auch irgendwie so Plastik, so eine Plastikpistole für meine Joy-Cons, nicht Joy-Cons, wie hießen die da? Wii-Remotes geholt. Und hab die da reingesteckt. Das erinnert mich sehr, sehr stark daran, auch was die Qualität angeht. Ja. Ja, müsstest du mal gucken, ob es damit für ein Spiel gibt. Ich finde dieses kleine Zielfernrohr ganz nett. Vielleicht kann man das wirklich voneinander trennen, aber ja, ich bin. Aber wofür? Um es transportabler zu machen. Weil ja, okay, das kann natürlich sein. Ja. Wenn du mit deiner. Dann mit dem Flugzeug natürlich, das ist ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ja, ich würde gerne Switch spielen mit dieser Pistole. Wenn du mit deiner Switch-Knarre auf Reisen gehen möchtest, dann willst du die natürlich auseinandernehmen, ist natürlich klar. 10,88. Sagen wir mal so, würde ich jetzt auch mal sagen, als vorläufiges Ding. Ich meine, im Grunde, es ist einfach ein Stück Plastik. Wenn es dir jetzt viel Freude bereitet, dann ist es natürlich ganz toll, ist es ganz schön, wenn du da wirklich ein tolles Spiel mitspielen kannst, dann finde ich, ist das halt auch gerechtfertigter Preis. Im Grunde funktioniert es, ich würde mal sagen, 5 Punkte. 5 Punkte. 5 Trash-Punkte. Es ist spaßiger Trash. So, und als nächstes kommt diese Dumpling-Maschine für 8,98 Euro. Also schon mal gar nicht so teuer. Ich meine, du bist ja hier auch du absoluter Küchen-Gadget-Meister. Wäre vielleicht hier aber auch mal ein Ding, hier das hier mal dann wirklich zu testen, ne? Für knapp 9 Euro. Ja, sicher. Also Dumplings, für die es nicht wissen, das sind gefüllte Teigtaschen. Gibt es im asiatischen Raum in extrem vielen Varianten. Und anscheinend, wenn ich das gerade auf den Bildern auf der Verpackung richtig gesehen habe, macht man hier den Teig rein, da die Füllung und dann macht man einmal und dann fallen die. Alter, das ist ja fantastisch. In der Theorie würde ich sagen, ja, das kann passieren. Ich weiß gar nicht, was dieser Schalter hier macht. Hier ist irgendwie so ein okay. In der Theorie würde ich sagen, ja, das kann kann funktionieren, aber allerdings. Hey, das ist Plastik. Aber ich finde, es ist zumindest, das ist eigentlich relativ sauber, würde ich mal sagen. Und ich finde, für 9 Euro finde ich das gar nicht mal so übel. Ich gebe dem Ding jetzt mal eine 7, wenn es nicht funktioniert, wird es eine 9. Ja, nee, 7 finde ich okay. Ja. 7 also finde ich vorläufig. Okay, ja. Aber wenn es nicht funktioniert, dann wird es eher eine 9, einfach weil dann ist es einfach nur ein Stück Plastik.
Das ist einfach nur ein Stück Plastik, was einfach seinen einzigen Zweck, den es so tun soll, nicht tut. Na gut, es hat so ein bisschen was, so Fidget-Gerät eigentlich vielleicht sogar dann. Das war so einfach. Wir haben einen Hühnchenhut für knapp 3 Euro. Ihr seht, wir decken eine sehr breite Produktpalette ab. Das ist halt gerade jetzt für uns im Rheinland, ist das natürlich dann vielleicht relevanter als für andere Länder, wo Hühnerhüte weniger oft anzusehen sind. Ich würde mal sagen, wenn du jetzt das im Deiters kaufen würdest oder in einem anderen so Karnevalsladen. 6 Euro. Ja, oder vielleicht sogar ein 10er, weil es einfach so gut aufgerundet ist. Ein Hühnerhut, ein Hähnchenhut für einen 10er. Ja. Es ist natürlich Trash, aber es ist. Also Karnevalskostüme sind Trash. Ja. Also in der Regel. Also die sind gemacht, dass sie sehr schnell und einfach zu produzieren sind. Und ich muss sagen, ich habe schon Ganzkörperkostüme getragen aus so einer Qualität. Also ja, das ist also es ist Trash, aber es ist guter Trash. Also ich werde durchaus bin ich geneigt, diesen Hühnerhut zu dieser der diesjährigen Karnevalsaison anzuziehen. Deshalb würde ich sagen, Trash, guter Trash, 4 von 10 Trash-Punkten würde ich dem geben. Ja. Oh, ein Klassiker. Das ist ein Star-Projektor für knapp 13 Euro. Finde ich super, super krass, weil ich habe, glaube ich, also fast das identische Gerät vor 3 Jahren mal getestet bei Deal Doktor. Ja. Und also so richtig trendy war. Ja, und der hatte damals 38 Euro gekostet. Und für den Preis, und wir haben den ja schon ausgetestet bei uns im Büro, und das ist dieselbe Qualität, würde ich mal sagen. Natürlich ist das auch billigster Plastikschrott. Mini-USB, dass ich das noch sehe. Was ich positiv finde, ist, das Ding kommt nicht mit einer normalen Steckdose. Also man muss das Ding nicht an eine normale Steckdose ranmachen, sondern man kann das rein theoretisch sogar an eine Powerbank klemmen. Ja, und stimmt. Ja, wenn man irgendwie Glamping gehen möchte und man möchte das Zelt zu einem Sternenhimmel machen, dann kann man einfach eine Powerbank an dem Ding anschließen und badabing, du hast einen Sternenhimmel im Zelt. Das letzte Gerät, was ich mal getestet hatte, hatte sogar Lautsprecher mit dabei. Stimmt, genau. Weißt du, die waren so richtig schlecht, ja. Also das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn, halt. Also ich bin froh, dass es hier nicht mit dabei ist. Ja. Aber ansonsten von der Qualität her echt für den Preis echt okay, da kann man echt nichts falsch mitmachen. Würde sagen 3. Das hier sind Regenüberschuhe für 4 Euro. Fand ich fantastisch. XL steht hier. Das sind ja so Plastiküberzieher für die Schuhe. Daraus machst du aus deinen normalen Sneakern machst du dann auf einmal richtige Gummistiefel. Wir sind hier auch gerade fast am Ersticken, weil das wirklich so richtig Ningtai. Gummidinger. Aber ich meine, ey, aber das kann halt gut funktionieren, ja, finde ich, oder? Also wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn ihr eure Air Force One vor dem Regenwetter bewahren wollt, dann ja. Ich meine, es ist dieses typische Regenjackenmaterial. Die Sohle, ja gut, hat jetzt nicht das fetteste Profil, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Die Frage ist einfach nur wirklich, wie dicht sind diese Dinger wirklich? Das würde mich interessieren, weil es sieht auf jeden Fall schon gut gemeint aus, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde meine 500, 600 Euro Sneaker vielleicht ein bisschen mehr schützen als mit einem 4 Euro. Ja, aber normalerweise schütze ich ja gar nicht. Jetzt hast du zumindest einen Schutz. Sag das nicht in Sneaker jetzt. Und was ich mir denke, weißt du, was ein Problem ist? Wenn da einmal Wasser reinkommt, dann bist du halt gefickt. Ja, dann läufst du quasi in Pfützen, die dich begleiten. Ja, genau. Ich würde sagen, 6 von 10 Trash-Müllhaufen-Punkten. Jawohl. Und das ist hier auch was ganz Tolles. Ein Gitarrengrifftrainer für 3,30 Euro ungefähr. Weil ich fange ja an, also ich lerne gerade Gitarre, dachte mir, okay, das wäre mal ganz interessant. Und das ist, boah Junge. Das ist speziell für Gitarren gedacht. Ja, das ist halt dafür da, dass du halt wirklich so lernst quasi, also deine Gitarren Fingermuskeln zu trainieren. Und was das Ding auch noch ein guter Trainer ist, falls du einen viel zu schwachen Händedruck hast. Ah, oh, ja, das ist so richtig so richtige Eisengreifer für ins Fleisch rein. Genau, dass du den nächsten, der dir die Hand schüttelst, erstmal die Hand brichst. Perfekt. Verarbeitung ist absoluter Abfall. Ich würde sagen, ist günstig. Komm, sag mal 7. Sag mal 7. Wenn es kaputt geht, jetzt nach. Oh, ist passiert. Okay. Alter, du hast fast hier die Kamera getroffen, ne? Alter, ja!
Ich würde mal sagen, das ist eine 10 von 10 Trash-Punkten. Für 3,50 Euro sind das hier Aufsätze für Joy-Cons in Nebulax-Style. Die werden ja, sind ja irgendwann richtig abgegriffen, hier diese Joy-Cons. Also dann hast du ja wirklich, das ist, sieht irgendwie ungeil aus. Dann ist das vielleicht irgendwie ganz geil, wenn man die nochmal irgendwie mit einem coolen Motiv irgendwie so aufwertet auch nochmal. Das ist eigentlich perfekt für die Leute, die ihre Switch so super ästhetisch aufpimpen mit so... so mit so Plastiküberzügen oder mit so Vinyl-Covers und so ein Kram. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwie so jemand daraus dann so eine Pokémon-Switch machen kann mit so Nebulak-Teilen und in Blau und so. Und, cool. Und die leuchten sogar in der Nacht hier. Ach wirklich? Ja. Ein von 10 Trash-Punkten. Also. Ja. Ja. So, bleiben wir mal bei Pokémon. Das hier ist nämlich ein Cartridge-Halter für 7,58 Euro. Also was ist das hier? Also das von außen ist das härteres Plastik, also das Case aus härterem Plastik. Das hier ist aus Gummi und hier drin hast du halt auch nochmal so hartes Gummi, dass du halt die Karten reintun kannst. Dann ist das nochmal zusammen, wird das zusammengehalten mit einem Magneten. Mhm. Ich finde das hier geil, weil das hier so dieses 3D-mäßige ist. Also das ist schon geil. Also wenn du das jetzt so kaufen würdest mit der offiziellen Lizenz, würdest du bestimmt 30 Euro zahlen dafür. Ja. Bestimmt. Ja, ich würde sagen, dafür kann man auf jeden Fall auch problemlos eine 2 oder 3 geben. 2 würde ich sagen. 2 auf der Trash-Skala, weil es tut wahrscheinlich seinen Job. Es sieht in Ordnung aus. Die Biersocken. Für alle Leute aus Bayern natürlich, wahrscheinlich wäre es die erste Bestellung. Es sind Biersocken für den Winter, sogar mit einem Henkel. 80% Cotton, 20% Spandex und die Spandex sind wahrscheinlich irgendwie hier im Saum drin. Aber ey, ich finde das gar nicht mal so... Ich finde das gar nicht mal so schlecht verarbeitet. Also vor allen Dingen fühlt sich das nicht direkt so ekelhaft an, ne? Weil manchmal kommt man, gibt mal... Die sind manchmal so schmierig, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Sowas muss man eigentlich testen, Langzeit testen, schnell deine Füße stinken da drin. Aber mit was zieht man das an? Weil die Sache ist eigentlich... Lederhosen? Ja, Lederhosen würde ich sagen, ja. Im Winter? Also Oktoberfestsocken würde ich sagen, ist eigentlich perfekt. Also, du würdest da außer einen totalen Lacher bekommen, wenn du das irgendwie... Keine Ahnung, zu Nikolaus irgendwelchen Leuten schenken würde. Boah, das wäre geil, ja, stimmt. Aber es ist toll, es ist ja schon, an sich ist es schon ein bisschen trash. Ich würde sagen 4. Es ist aber gute. Sagen wir mal eine 3. Sagen wir okay, eine 3. Weil ja, okay. Wir haben diesen Floppy-Fisch für 2,15 Euro. Gibt es ihn gerade übrigens. Wir haben, die Preise ändern sich auch regelmäßig. Das ist ein ganz toller, verarbeiteter Fisch. Für Kinder und für Katzen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass Katzen das Ding lieben und sehr schnell zerstören. Ja, ich habe tatsächlich schon einige Videos auf TikTok gesehen, wo Katzen diese Dinger haben und total ausrasten, weil die halt so abgehen. Ich finde das schön, dass sie quasi einen Fisch einfach nur auf den Stoff aufgedruckt haben. Man kann so richtig sehen, wo quasi das JPEG, wo sie das platziert haben. Warum ist der jetzt hier ausgegangen? Ah. Ja, genau, man muss ihn so ein bisschen bewegen, dann passiert da auch was. Ich finde es witzig, also bei uns im Büro auf jeden Fall hat das Ding schon sehr, sehr viel Spaß gebracht. Es wird regelmäßig, wenn mit dem Fisch Leute bedroht. Ich würde mal sagen, Trash ist es auf jeden Fall. Deswegen, aber für den Preis, ey, es ist billiger Trash-Spaß. Für 6 Trash-Punkte bin ich mit dabei. 6. Ja, können wir machen. Das fühlt sich nach einem 6 Trash-Gerät an. Was glaubst du, was ist das? Irgendwas, um irgendwas draufzustellen. Ja, es ist, da kannst du eine Waschmaschine draufstellen, dann poltert die nicht so viel. Ich habe ehrlich gesagt die Vermutung, wenn ich mir das Plastik angucke, und eine Waschmaschine ist ja fucking schwer, ne? Da sind ja so Stahlplatten drin, damit die nicht so krass wackeln. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel aushält, weil das ist... Ich glaube, wenn dann so eine Waschmaschine richtig ausrastet und so richtig anfängt rum zu vibrieren, dass sie dann entweder von diesen Dingern springt oder die Teile einfach kaputt rüttelt. Ja. Das ist einfach nur hartes Plastik. Ich meine, gut, es sieht... Nicht mal... Alter, das ist ja komplett hohl hier drin, Junge. Waschmaschinenstoßdämpfer heißen die Dinger übrigens. 2,40 Euro. Aber ich glaube, das sind 2,40 Euro zu viel für diesen Müll. 10 von 10 Trash-Punkten, würde ich mal sagen. Ja. Das kann direkt ab in die Tonne damit. Gartenhandschuhe. Hey, wie gesagt, wir nehmen alle Produktkategorien für 2 Euro. Was zum Henker? Ja.
Das sind Gartenhandschuhe für 2 Euro. Auch Kraulhandschuhe, also Kraulhandschuhe zu gebrauchen. Also es sind wirklich so Krallen dran. So, wäre vielleicht auch was für so ein Cosplay-Kostüm vielleicht? Tatsächlich, ja. Also für so ein Kostüm kann ich mir vorstellen, dass man daraus was machen kann. Aber was soll man hier mit dem Garten machen? Glaubst du, so Erde umgraben? Ja. Yeah. Es gibt Schaufeln, es gibt Haken. Warum musst du jetzt wie so ein Also ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass ich die verwende. Was du mal auf jeden Fall testen kannst, ist, wenn du mit dem Ding schön in deinem Garten am Rumgraben bist, wie so ein Hund, ob dann irgendwann einer dieser Dinger einfach stecken bleibt und dann im Boden versenkt wird. Also dieses ja, genau, das dann hast du nur sein. Auf zwei an der Hand oder so. Ich meine, 2 Euro für Gartenhandschuhe ist jetzt erstmal, würde ich mal sagen, normaler Preis. So. Und dann hast du nochmal diesen Kran kann man dran. Mit den Dingern Dinge damit zu greifen, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr weird, muss ich sagen. Also ja, ich gebe dem Ganzen eine 8. Ja. Wenn ihr Cosplayer seid, vielleicht ist das dann nur eine 6, weil das könnte vielleicht ein coole Basis sein für ein Kostüm. Aber naja. Fangen wir mal mit etwas an, was wahrscheinlich am qualitativsten ist. Das ist so ein Rucksack, so ein typischer Nylon. Also es ist nicht ganz so East-packed, es ist auf jeden Fall ein bisschen drunter. Aber ich finde, die Reißverschlüsse machen auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja, ja. Und auch so generell das Innenleben, das ist ein Nylon. Aber das sind so Magnetverschlüsse hier auch noch. Das ist hundertprozentig kein echtes Leder, aber das erwartet, glaube ich, auch keiner bei dem Preispunkt. Also das Ganze kostet 20,38 Euro. Oh. Also... Also ich würde mal sagen, du kriegst auf Amazon ähnliche Teile. Ja, für den ähnlichen Preis. Ja. Also ich würde jetzt sagen, das ist nicht... Ist nicht teuer, ist nicht billig für das, was du kriegst. Dafür ist ganz schön. Das ist eigentlich ganz solide, würde ich sagen. Deswegen 3 Punkte, ja. 3. Tatsächlich. Machen wir mal eins der interessanteren Sachen. Dieser kleine Herr hier. Den habe ich versteckt auf jeden Fall im Büro, weil der mir so auf den Sack gegangen ist, weil der die ganze Zeit irgendwie... Weil er bestimmte Sachen macht. Ja, ich meine, Leute, die sehr viel auf Social Media unterwegs sind, werden schon wissen, was das Ding macht, aber... Hallo? 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 Halt die Schnauze. Ja, das Ding plappert einen nach, wenn man laut genug redet. Kostet 7,58 Euro. 7,58 Euro. Zig? Ja, geht vor allem viral in Social Media, weil Hunde damit sehr viel interagieren, wenn die anbellen und dann kriegen sie das Bellen zurück. Allerdings ist die Tonqualität von dem Ding so beschissen, dass ich glaube, dass, damit... Und es nervt wirklich enorm. Also wenn ihr Kinder habt, holt das auf gar keinen Fall. Ich glaube, ihr werdet wirklich nach kurzer Zeit, werdet ihr wirklich einen Nervenzusammenbruch haben. Ja. Ich sag mal 8 von 10, ja. Weil... Es tut das, was... das Ding für gewöhnlich tut. Also 8 würde ich auch sagen. Auf Verarbeitung ja und es läuft auf Batterien. 8 Punkte. Aber man versteht es auch einfach kaum. Also es ist wirklich... Halt die Schnauze! Das hier sind Schuhe, die tatsächlich viral gegangen sind. Ja, das hier sind gar nicht mal so unoffensichtliche Kopien von den Big Red Boots, die das Künstlerkollektiv Mischief mal rausgebracht haben. Die sind nachempfunden von Astro Boy, das ist so eine uralte Anime-Figur. Mhm. Und die kosten im Originalen über $300. Und wie viel haben die jetzt gekostet? Auch nicht wenig, also 42,29 Euro. Mhm. Dafür, dass das also man kann da halt, wir haben es schon ausgetestet. Also was macht man damit? Vielleicht geht man da vielleicht auf irgendeine Party oder so, das können wir vorstellen. Das sind ganz normale Schuhe, da kommt man rein, man sieht das vielleicht hier. Da ist so ein Innenschuh im Schuh, wo man dann reinsteigt. Aber ich würde mal sagen, also das hier wäre vielleicht auch wirklich eher so ein Cosplay-Ding. Also wenn ihr Astro Boy cosplayen wollt beispielsweise. Und keine $300 für die originalen Schuhe. Ja, oder Sonic oder sowas. Ich finde 40 Euro sehr teuer für so einen Gag. Aber ich muss sagen, die Qualität ist jetzt besser als gedacht. Aber ich meine, kostet halt auch 40 Euro. Ja. Also, es sind halt einfach nur knatschrote, unforme Gummistiefel. Und was ich halt ein bisschen enttäuschend finde, das sieht man jetzt, wenn man das bestellt, dann sieht das hier alles total gerade aus. Aber du hast halt hier diesen Knick hier vorne drin. Es ist halt eine typische China-Kopie, sind wir mal ganz ehrlich. Ich würde dem Ding jetzt keine 10 von 10 Punkte geben, weil es würde rein theoretisch als billiger Ersatz für die originalen Schuhe funktionieren. Vielleicht eine 7? Ja, sagen wir 7. 7. 7 bin ich auch mit dabei. Alles klar. Dann haben wir nochmal für 4,50 Euro den Bierschnorchel. Und gib mir mal bitte mal hier einen mit der Dumplingmaschine.
So. Okay, das macht es mindestens jetzt zu einer 5. Also, erstmal, das Ding schließt wunderbar ab. Wir haben jetzt keine Zigarette zum Rauchen, aber ich finde, das ist auch ganz okay. Und jetzt die Idee ist jetzt, dass man dadurch, dass hier Luft reingezogen wird, das sprudelt auch die ganze Zeit, bis, wie wild da. Und bis hier unten runter geht, dass man das halt viel schneller trinken kann. Und das ist halt oft ein Problem, wenn man halt schnell Bier trinken möchte. Also so muss man, soll es eigentlich falsch machen halt. Also so. Ja. Wow, das funktioniert gut. Zum jetzt schnell trinken, fantastisch funktioniert. Ey, für den Preis. Ich muss sagen, eigentlich ein Ding sollte in jeder Studenten-WG zur Verfügung stehen, in verschiedenen Farben. Damit sollte dann auf gar keiner Bierflasche eigentlich mehr fehlen. 4 von 10 Trashpunkten. 4 von 10. Was mich überrascht hat, dass es tatsächlich Sachen gab, die brauchbar waren. Das ist, glaube ich, so das Erste. Ich glaube, für so ganz kleine Sachen, so ganz kleine Spielereien, die keine mechanische Finesse brauchen, ist Timo vielleicht durchaus eine Alternative. Aber für so für Sachen, die so ein bisschen komplexer sein müssen, ist es eigentlich sehr viel Müll. Also ich muss tatsächlich sagen, also ich habe mit viel größerer Müllhaftigkeit gerechnet. Ich war wirklich erstaunt, dass viele Sachen davon eigentlich ganz gut funktionieren, aber auch, wie du auch meinst, ne? Also bestimmte Sachen, wie jetzt, sagen wir mal, die Dumpling-Maschine, davon würde ich echt absehen, wenn es jetzt aber sowas geht, irgendwie wirklich Cartridge-Halter. Es gibt auch ganz viel, also Nintendo-Kram gibt es halt wirklich ohne Ende und kleine Spielzeuge und vielleicht auch die sowas wie die Socken. Viel bessere Qualität als gedacht, also diese Socken, die kannst du echt tragen, weil ich dachte wirklich, das wäre so synthetisch, dass das einfach super unangenehm ist. Aber ich finde, das geht echt voll. Ja, holt euch nur keine komplexen technischen Geräte. Ich glaube, da habt ihr keinen Spaß dran. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet aber Spaß an diesem Video. Wenn ja, dann hinterlasst einen Daumen und folgt uns natürlich auch, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und wenn ihr nochmal Vorschläge habt, Feedback habt zu diesem Video und zu diesem Format, dann lasst es uns wissen unten. Und jetzt könnt ihr mal hier diese Playlist reingucken. Die ist nämlich richtig geil, da ist nämlich hier unser Kitchen-Doktor-Shit mit dabei. Da haben wir Eiscreme-Maschinen, wir haben Eiswürfelmaschinen, wir haben noch eine Eiscreme-Maschine, die getestet worden ist, die Musée-Cuisine und ganz viel weiteres mehr. Checkt das gerne mal aus und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Macht's gut. Ciao. Tschüsschen.